Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Es geht weiter. Wir sind in dieser super entspannten Szene gerade. In diesem super entspannten Zimmer haben wir gerade ein bisschen gepennt. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier ist zum Beispiel ein Raum. Oh, das sieht sogar nach einem normalen Raum aus. Was haben wir hier denn? Rennt hier etwa jemand nackt durch die Gegend? Oh. Unprogrammierte MI. Oh, der hat mich gefunden. Ja, das war sein Fehler. Puh. Ja, rennt hier jemand nackt durch die Gegend? Wäre ein guter Lacher gewesen, wenn ich nicht direkt danach die unprogrammierte KI entdeckt hätte. Übrigens, es war eine super Idee hier. Es war eine super Idee von mir. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro richten. Zum einen mein Mikro zu richten und zum anderen tatsächlich letztes Mal die Folge zwischendurch zu beenden und nicht auf Teufel komm raus Kapitel 13 durchzuspielen. Denn es ist zum einen nicht das letzte Kapitel und zum anderen dauert das Kapitel noch eine ordentliche Weile. Also, wer dachte, dass wir heute schon am Ende sind, beim Finale sind, wird man wahrscheinlich schon am Titel merken. Es geht wirklich großartig voran, oder? Man wird es anhand des Titels merken. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, gut, ich bin drin. Okay, keine Menschen zugelassen. Hier geht's auch nicht durch. Gut, dann bleibt nur noch ein Weg. Oh, die Türen brauchen immer so einen Moment, ne? Oh, das ist doch sicher unprogrammierte MI. Die sind tot, also niedergeschlagen oder deaktiviert. Er ist bloß nicht verlaufen. Prompto? Bleib stehen! Wow, wow. Boah, Mann, ey, was für ein Mistkerl. Okay, ich bin mir sicher, das war nur ein Hologramm von Prompto, oder? Als ob der wegrennen würde. Okay, ihr lebt alle nicht. Alter, da schleift einer seine Axt. Weh, es kommt nochmal so ein Horrorschocker. Ey, in Final Fantasy erwartet man sowas halt auch nicht, ne? Ich meine, stell dir vor, du guckst Pokémon und dann kommt plötzlich so ein Horrormoment. Ja, oder weniger Horror, sondern Schock. Kaputte Taschenuhr. So, wo ist der Typ? Als ob er mich von so weitem gesehen haben kann, ey. Komm her. Oh nein, warum kann ich die Attacke nicht starten? Oh, es sind sogar zwei. Beide nicht eingesogen. Es sind drei. Ja.
Okay, einer hat Selbstmord begangen. Das war so ein Selbstmord-Dingens. Autsch. Da hinten war schon wieder Prompto. Das Ding beim Verstecken, also warum ich die bekämpfe und mich nicht verstecke, ist... Eigentlich kennt man es ja so. Sagen wir, der kommt von dort angerannt und hat dich zumindest nicht gesehen in diesem Gang. Dann läuft er einfach weiter. Aber die sehen dich hier, auch wenn du versteckt bist. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum das ein Versteck ist. Weil wenn die an dir vorbeilaufen und dich trotzdem sehen unterwegs, dann ist ja weniger ein Versteck, sondern eher... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, hier nochmal kurz übernachten. Aus dem einzigen Grund, weil, speichern. Ja, damit wir quasi den nächsten Punkt ab hier fortsetzen, falls wir sterben sollten. Denn jetzt endet auch die Karte. Jetzt kommt ein Bosskampf wahrscheinlich. Autorisierungsfehler. Wir brauchen eine ID-Karte. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 1. Och, Mann. Okay, hier hinten war was. Habe ich das übersehen oder wurde es jetzt erst getriggert? Muss ich wahrscheinlich übersehen haben, oder? Oh, hier war eine Tür. Ja, gut. Dieses Gerät, Sicherheitsstufen, müsste gehen. Also gut, im Kampf konnte ich da echt nicht darauf reagieren. Zugangsberechtigung auf Stufe 2 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 2. Warum er nicht nach Prompto ruft, frage ich mich. Ich frage mich, ob Prompto noch lebt. Ich will den Typen attackieren. Moment mal. Was war das? Oh. Oh, Leute, ey. Das ist echt... Ich hasse sowas. So, komm her. Weg ist er.
der Trick, sie mit dem Ausweichen zu attackieren, ist einfach nicht die ganze Zeit die Ausweichentaste gedrückt zu halten, denn dann geht die MP-Anzeige allgemein runter, sondern erst sobald sie quasi ausholen, dann verliert ihr nicht ganz so viel MP und könnt quasi dauerhaft ausweichen. Ja, wirklich. Oder sie simulieren seine Stimme. Da ist ein Tape auf der Minimap. Oh Gott. Die sicher können mich mal. Die Frage ist, kriegt man dann von denen auch noch Loot, wenn man die so killt? Wie komme ich denn hier durch? Ach, hier. Es ist wirklich Prompto. Also, ich habe ihn zumindest gesehen. Okay, Leute. Nochmal von vorne! Zugangsberechtigung auf Stufe 3 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 3. Dachtest du, dein lieber Freund wäre tot? Nun, wenn du weiter so trödelst, dann ist er das vielleicht bald. Okay, ich höre was. War das nicht eine gute Falle? Nockt, was meinst du? Vielleicht war das am Ende doch dein Freund. Ah. Oh. Huch, wie komme ich denn da hin? Ah, okay, gut. Zugangsberechtigung. Ja gut, dann muss ich dasselbe Spiel wahrscheinlich nochmal machen. Und dann kriegen wir die nächste Tür auf. Ich sehe es schon kommen. Mein armer Nockt, bitte nicht weinen vor Angst. Ich habe ja nichts gegen die Inszenierung etc., aber ich würde mir wünschen, dass einige Laufwege ein bisschen kürzer wären.
Weil jetzt zum Beispiel gerade passiert halt echt gar nichts auf dem Rückweg hierher. Wenn da irgendwie eine Tür wäre, mit der du... Also immerhin, man konnte den passieren Part skippen gerade eben, wo du dich durch die zwei Spalte hier quälst. Oh Mann, ich wusste es. Extra über ihn rüber gesprungen, weil ich es locker wusste. Nee, aber was ich meine ist, man konnte diese zwei Stellen, wo man quasi sich durchquälen musste, die konntest du überspringen. So, Moment. Gibt's hier irgendwas mit Stufe 4? Nöp. Weil hier steht A03. Aber den gesamten restlichen Weg konnten wir jetzt nicht skippen. Wäre geil gewesen, wenn es irgendwie direkt einen weiteren Weg gegeben hätte. Aber egal, jetzt geht's hoch. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Bald hast du ihn zurück. Such den Zentrallift. Dort wartet etwas Kostbares auf dich. Ja, ja, halt die Schnauze. Gute Antwort. Was haben wir hier denn? Hier runterfalle, ist das aus mit mir. Deine ID-Karte funktioniert hier nicht. Anscheinend brauchst du eine andere Schlüsselkarte. Ich muss ihn irgendwie aktivieren. Okay, hier haben wir nochmal ein Item. Oh. Gut, ich muss die Zentralliftkarte finden, das ist schon klar. Geht's hier weiter? Sieht nicht so aus. Die Map sagt nein. Ach komm, den kriege ich doch locker mit dem Ring kaputt. Wie wirst du denn König spielen, wenn du nicht einmal kämpfen kannst? Ja, ja. Oh, oh. Okay, komm her. Oh shit, ich krieg den ja wirklich nicht. Wäre ganz klug, nicht unmittelbar vor ihm zu stehen, aber... Oh, verdammt, ich will die ganze Zeit ausweichen. Ich kann die Dreiecksattacke nicht machen, ne? Es funktioniert nicht, oder? Oh nein. Oh nein. Muss ich überhaupt gegen ihn kämpfen?
Sieht so aus. Was passiert jetzt? Brauche ich dabei vielleicht meine gesamte MP? Ich sammle mal meine gesamten MP nochmal. Naja, komm du und deine doofe Ballattacke. Na, verdammt. So, gleich habe ich meine volle Magie. Jetzt aber. Och, komm schon. Okay, ich denke mal, ich muss hier einfach nur weg. Die Frage ist nur, wie. Oh nein. Ich kann ihn nicht ins Nichts befördern. Dann muss ich ihn so bekämpfen. Ich hab's lang genug versucht. Oh oh. Oh. Wollte ich eigentlich auch nochmal ausweichen. So, komm her. Na, mach schon. Also kriege ich ihn halt gar nicht. Ich schau gerade noch mal. Nee, komme ich auch nicht vorbei. Okay, irgendwas passiert, wenn ich sehr lange Viereck gedrückt halte bei R1. Huch, was haben wir hier denn? Oh, Item. Spricht eigentlich ja nur dafür, dass ich den Kampf gewinnen müsste. Damit ich mir das Item holen kann. Aber es kann nicht deren Ernst sein, dass ich jetzt die ganze Zeit nur ausweichen muss.
Oh oh. Ich wollte gerade ausweichen. Es sieht nur schmerzhaft aus. So schmerzhaft ist es nicht. Mal ganz kurz. Fertigkeiten. Magie. Okay, irgendwas bräuchte ich für Kampf. Habe ich ja gerade schon geguckt, ne? Statuswerte. Irgendwas günstigeres. Kann gut sein, dass ich irgendwas falsch mache, aber ich mache es jetzt einfach gerade mal weiter. So lange darf es nicht mehr dauern. Ach komm, ich habe Viereck gedrückt gehalten. Ach, Mano. Die Attacke kann ich scheinbar nicht dodgen. Dafür aber jede andere erdenkliche. Das war knapp. Oh oh. Puh. Komm her, bist du wütend? Ich auch so ein bisschen, weil ich dich nicht mit meinen Wunschattacken attackieren kann. Oh oh. Oh oh, er hat sich gebufft. Vielleicht kriegt er jetzt mehr Schaden, wenn ich ihn konter. Nö. So, noch eine Attacke. Okay, noch eine Attacke. Jetzt aber. Ich glaube, der Kampf sollte episch sein, aber er hat einfach viel zu lang gedauert. Ach nee, oder? Ich hätte hier einfach durchlaufen können. Natürlich. Langsam bin ich schon nicht mehr geschockt. So, und der Kollege kann mich mal. Ich habe den Weg gefunden, mein Lieber. Und das Item habe ich auch. Tja, fühlt sich ein bisschen doof, ne? Oh oh.
merke, vielleicht sollte ich manchmal nicht so provokativ sein. Ja, okay. Oder ist wieder so eine umprogrammierte MI. Ich hasse die Dinger. Ich hasse sie wirklich. Ich gehe erstmal hier hin. Ansonsten. Da geht's auch nochmal weiter. Ich muss aber sagen, es fühlt sich einfach. Oh mein Gott. Was ist mit dem Kerl los? Schon klar, der ist unprogrammiert, der ist ein bisschen dumm, aber das war im hohen Maße dumm. Ich muss sagen, es fühlt sich einfach nicht geil an, wenn man keine Waffen hat. Also ich meine, so ein Ego-Shooter hat ja hin und wieder auch so eine Passage, wo du mal 5 Minuten oder so vielleicht keine Waffen hast oder einarmig schießen musst oder so oder irgendwas, irgendein Handicap hast. Aber wir zocken jetzt schon, glaube ich, fast 2 Stunden mit Handicap. So, jetzt aber. Was gibt's denn da hinten noch Cooles? Ich muss ehrlich sein, ich habe eigentlich sowas von keine Lust, das irgendwie alles zu erkunden hier. Oh Mann, ey. Komm schon, tschüss. Ja, rest in pieces. Ja, bist du wütend, mein Lieber, ne? Bist du wütend. So, komm, die andere unprogrammierte MI kriegen wir auch noch. Wenn ich mein verdammtes Feld aufrufen kann, dann kriegen wir die sowieso. Ansonsten muss ich den Dingern einfach die ganze Zeit ausweichen, was ein bisschen ärgerlich ist. Weil mit dem Feld geht es ein bisschen schneller. Da haben wir wieder etwas, wo ich hin kann. Was ist das denn? Das Ding ist, ich möchte das ja jetzt erkunden, aber ich habe keinen Bock auf die Gegner. Hätte ich Waffen, hätte ich auch Bock auf die Gegner. Könnte ich ohne Probleme erkunden. So, wenn er mich findet, kein Problem. Das sind aber auch nicht so krasse Items, ne? Wenn ich jetzt irgendwas Cooles finden würde, wie zum Beispiel mal ein Schwert, ja, was mir in der Situation jetzt ein bisschen was bringen könnte, das wäre schon ganz geil. Und es wäre eine richtige Belohnung. Würde ich auch als richtige Belohnung empfinden, weil das mir diesen Teil hier extrem erleichtern würde, aber... Habe ich nicht so das Gefühl, dass als ob da unten nochmal irgendwie die super krassen Mega-Items lauern. Ah, Muskelstähler. Nicht euer Ernst. Das ist das Einzige, was dieser Lift macht. Ja, gut. Kann da gerne verrotten. Ja, weiß nicht. Irgendwie geht mir dieser Part zu lang. Nicht euer Ernst. Teilweise wiederhergestellt.
Gut gemacht, Majestät. Etwas Abwechslung. Was soll das? Wow. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ja gut, wo setzen wir jetzt an? Okay, wir leben noch. Schwert des Vaters. Okay, erstmal cooler Moment. Ja, Ravus hat sich scheinbar ein letztes Mal erhoben. Sehr, sehr schade aus seiner Sicht, aber ohne Scheiß, ich habe ohnehin nicht kommen sehen, dass er noch überleben sollte. Und jetzt haben wir endlich unsere geilen Waffen. Geil. Luna, selbst mit den Kräften von Ramu, war Noctis wehrlos und schwach. Wach auf, Luna Freya. Er ist nicht der wahre König. Er hat seines Vaters Schwert nicht verdient und dein Opfer erst recht nicht, Ravus. Schon ein bisschen verständlich, warum er so einen Hass auf... Ui, ich habe da gar nichts gedrückt, ne? Stand da einfach nur oder bin runtergerutscht. Schon ein bisschen verständlich, warum er Noctis so sehr gehasst hat. Luna, eine Eskorte ist zu dir unterwegs. Du musst Lucis verlassen und mit Gentiana nach Tenebrae zurückkehren. Das Imperium fürchtet den Pakt mit Titan und will dich umbringen. Sei vernünftig und höre auf mich, Ravus. Ich meine, er macht sich nur Sorgen um seine Schwester. Luna, suche Schutz in Altissia. Nimm unter keinen Umständen Kontakt zum Imperium auf. Wenn du noch immer entschlossen bist, den Ritus durchzuführen, sei auf alles gefasst. Wenn Noctis sich würdig genug zeigt, von Leviathan gesegnet zu werden, so werde ich ihm auch seines Vaters Schwert überreichen, Ravus. Ich glaube, ganz so hat er sich das nicht vorgestellt, mit dem Schwert überreichen. Okay, Leute. Erledigen wir das gemeinsam, Vater. Noctis kann noch immer nicht warpen oder Fertigkeiten benutzen, allerdings kann er nun zusätzlich zur Ringmagie durch auch Regis Schwert im Kampf einsetzen. Verliere ich Leben? Nee, aber das Schwert ist ja mega krass. Holy moly, ist das Schwert krass. Okay, erstmal ein Elixier nehmen. War schon fast abzusehen. Das nicht.
Ahnst du, was als nächstes kommt? Ich vermute mal deinen Tod. Psst, hast du das gehört? Da ist irgendwas. Ja, eine Schlafkabine. Danke für den Tipp. Moment. Waren wir hier nicht? Nee, schon. Moment. Aber das Zeichen wird uns angezeigt. Sperrzone. Kann es sein, dass wir quasi im selben Gebiet nochmal sind? Wie lange Noctis noch nichts gegessen hat, ey. Ich würde an seiner Stelle verhungern. Ich meine, wie viele Tage sind es jetzt, die er dort ist? 2, 3? Es wird noch nicht mal mehr eine richtige Zeit angezeigt. Wo kommt er her? Okay, ab jetzt wird's. Also, immerhin habe ich dich gewarnt. Okay, da komme ich nicht durch. Da komme ich wohl nicht durch. Das habe ich gerade genauso gesagt, Noctis. Es wird immer schlimmer. Ich muss etwas tun. So schlimm finde ich das nicht. Hier ist es zum Beispiel vollkommen in Ordnung alles. Und ich habe wieder volles Leben. Ah. Dieser Soundeffekt, dieses glitschige. Das ist voll widerlich. Okay, erstmal hier schauen. Ach komm. Ich würde das Gift gar nicht stören, wenn er nicht die ganze Zeit die Animation machen würde. Streng dich an, Noctis. Du bist ein König. Eigentlich sollte gerade ein König gern nicht solchen Gerüchen ausgesetzt sein. Aber gut, beschweren kann ich mich ja trotzdem über ihn. Lebst du eigentlich noch? Ich wette, der greift uns an, wenn wir zurücklaufen. Also für den Bereich muss man schon, glaube ich, ein bisschen gelevelt sein. Und ein paar Gegengifte dabei haben, ansonsten wird's nervig. Stimmt, was machst du eigentlich, wenn du hier kein Gegengift hast, wenn du keine Level hast und so weiter und so fort? Keine Heiltränke. Was, wenn die dir irgendwann ausgehen? Ich wusste es doch. Nur dachte ich, dass der mit dem Schockmoment kommt. Aber hey, immerhin hatte ich damit recht, dass er uns angreifen wird, sobald wir wieder rausgehen. Aber ey, mit dem Schwert ist es so viel geiler jetzt. Ich weiß, was sie damit machen wollten, die Entwickler. Diese Auswegslosigkeit. Dass du dich schwach fühlst und so. Aber dadurch, dass du perfekt ausweichen kannst, habe ich mich zum Beispiel nie schwach gefühlt. Moment, kann man hier eigentlich so grob speichern? Nee. Dann mache ich das nochmal hier.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle, Mom. Solange es so düster bleibt, solange werde ich, glaube ich, nicht so extrem lange Folgen draus machen, weil... Ach, Leute, ich mag solche Sachen eigentlich nicht wirklich, beziehungsweise ich finde es schon cool, aber sagen wir es so, ich brauche nach einer Stunde oder so immer wieder mal eine Pause. Und, weißt du, bei Resident Evil 7 wird es genauso sein, denke ich mal. Dann freue ich mich, dass 3 Tage nach Resident Evil einfach mal Digimon kommt, wo man so komische, düstere Momente nicht hat. Ja, ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder gut gefallen. Also, wir werden diese Passage wahrscheinlich bald gemeistert haben und dann geht es ins finale Kapitel dieser Story bald auch schon. Wir haben das Schwert von Noctis Dad bekommen und ja, die Frage ist natürlich, wie lange geht diese Mission noch weiter? Ich glaube, dass das so ziemlich einen Wendepunkt darstellt und zwar kein Wendepunkt im Sinne von, ey, ab der Hälfte dieser Mission kriegst du das Schwert, sondern wahrscheinlich kurz vor Ende. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir werden bald ganz, ganz oben sein. Und dann holen wir uns vielleicht Aden, man weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gut gefallen. Wie immer könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn dem so ist, ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy XV. Bis dahin, haut rein.